Betrachten wir ein Teilchen im Gravitationsfeld, das von der Höhe h1 gleich 0 zum Zeitpunkt t1 gleich 0 senkrecht nach oben geworfen wird. Es bewegt sich gerade entlang einer Raumrichtung und kommt zum Zeitpunkt t2 am Boden am selben Ort h2 gleich 0 an. In einem Ort-Zeit-Diagramm hat das Teilchen am Ort h1 zur Zeit t1 gestartet. Bezeichnen wir diesen Startpunkt mit A. Und das Teilchen ist am Endpunkt B bei der Höhe h2 zur Zeit t2 angekommen. Die Verbindung zwischen A und B muss bei diesem Problem eine Parabel sein. Doch warum ist dieser Weg h von t eine Parabel und nicht irgendein anderer Verlauf? Warum entscheidet sich die Natur zwischen den Punkten A und B ausgerechnet für diesen Weg und nicht beispielsweise für diesen oder für diesen? Um diese Frage beantworten zu können, brauchen wir eine Größe, die Wirkung genannt wird und mit einem S abgekürzt wird. Wir können jedem dieser denkbaren Wege eine Wirkung zuordnen. Die Wirkung nimmt eine ganze Funktion h im Argument und gibt eine Zahl aus, nämlich den Wert der Wirkung für die entsprechende Funktion. Ein derartiges mathematisches Objekt, das eine Funktion h frisst oder eine Zahl herausspuckt, wird funktional genannt. Da das Funktional die Wirkung herausspuckt, nennt man S von h als Wirkungsfunktional. Um das Wirkungsfunktional von üblichen Funktionen zu unterscheiden, die eine Zahl und keine Funktion im Argument annehmen, benutzen wir eckige Klammern. Die Wirkung hat die Einheit Joule-Sekunde. Zum Beispiel dieser Weg könnte dann den Wert 3,5 Joule-Sekunden haben, dieser Weg den Wert 5,6 Joule-Sekunden und der Parabelweg 2 Joule-Sekunden. So, jetzt nochmal zurück zu der Frage. Warum ausgerechnet eine Parabel? Die Erfahrung zeigt, dass die Natur extremal ist. Das heißt, wenn wir für alle möglichen Wege h1, h2, h3 und so weiter zwischen a und b die entsprechende Wirkung ausrechnen, dann nimmt die Natur den Wert, der entweder maximal, minimal oder ein Sattelpunkt ist. Für einen dieser Wege entscheidet sich die Natur. Welchen der extremalen Wege die Natur konkret nimmt, hängt von dem betrachteten Problem ab. Im Fall eines im Gravitationsfeld nach oben geworfenen Teilchens hat der Weg die kleinste Wirkung. Da der parabelförmige Weg die kleinste Wirkung hat, entscheidet sich das Teilchen für diesen Weg im Ort-Zeit-Diagramm. Doch wie berechnen wir konkret diese Werte der Wirkung? Dazu brauchen wir die Lagrange-Funktion L. Sie hängt von der Zeit t, von dem Funktionswert h von t und von der Geschwindigkeit h Punkt von t ab. Die Lagrange-Funktion hat die Einheit der Energie, also Joule. Wenn wir die Lagrange-Funktion über die Zeit t zwischen t1 und t2 integrieren, bekommen wir eine Größe, die die Einheit Joule-Sekunde hat. Das ist genau die Wirkung, die wir brauchen. Damit können wir konkret den Wert der Wirkung für jeden möglichen Weg h berechnen, wenn wir die Lagrange-Funktion konkret kennen. Meistens verwendet man den Buchstaben Q statt h und Q Punkt statt h Punkt und nennt Q generalisierte Koordinate und die Ableitung Q Punkt generalisierte Geschwindigkeit. Was mit generalisiert gemeint ist, erfährst du in einem anderen Video. Für uns ist erstmal nur wichtig zu wissen, dass Q zum Beispiel eine Höhe über dem Erdboden sein kann oder zum Beispiel ein Winkel oder irgendeine andere Größe, die von der Zeit t abhängen kann. Es ist natürlich total umständlich, das Integral für alle möglichen Wege auszurechnen und den Weg zu nehmen, der den kleinsten Wert des Integrals ergibt. Um uns diese riesige Aufgabe zu ersparen, kommt die sogenannte Euler-Lagrange-Gleichung ins Spiel. Sie lässt sich aus der Definition der Wirkung und dem Prinzip, dass die Natur extremal ist, herleiten. In der Videobeschreibung findest du den Link zur Herleitung. In diesem Video wollen wir nicht wissen, wie man auf die Euler-Lagrange-Gleichung kommt, sondern wie man mit ihr konkret den gesuchten Weg Q von t bestimmt. Schauen wir uns erst genau an, wie die Euler-Lagrange-Gleichung aufgebaut ist. Sie enthält die partielle Ableitung der Lagrange-Funktion nach der generalisierten Geschwindigkeit Q Punkt. Diese Ableitung von L nach Q Punkt wird auch als generalisierter Impuls bezeichnet und mit P abgekürzt. Der generalisierte Impuls wird anschließend nach der Zeit t abgeleitet. Der andere Term ist die Ableitung der Lagrange-Funktion nach der generalisierten Koordinate q. Wenn wir die Zeitableitung des Impulses auf die andere Seite bringen, können
können wir aus der Euler-Lagrange-Gleichung ablesen, ob der Impuls erhalten ist. Dazu muss seine Zeitableitung 0 sein. Wir müssen also nur ausrechnen, ob die Ableitung von L nach Q 0 ergibt. Lagrange-Funktion L ist eine skalare Funktion, die für ein beliebiges Problem nicht hergeleitet werden kann, sondern kann nur erraten oder motiviert werden. Wenn du denkst, du hast eine passende Lagrange-Funktion für ein Problem entdeckt, sei es aus der Quantenmechanik, aus der klassischen Mechanik oder aus der Relativitätstheorie, dann kannst du mithilfe der Euler-Lagrange-Gleichung leicht überprüfen, ob die gefundene Lagrange-Funktion dein Problem richtig beschreibt oder nicht. In den meisten Fällen der klassischen Mechanik ist die Lagrange-Funktion die Differenz zwischen der kinetischen Energie Wkin und der potentiellen Energie Wpot eines Teilchens. Schauen wir uns unser Beispiel an und wie wir die Parabel aus der Lagrange-Funktion und der Euler-Lagrange-Gleichung berechnen können. Dazu müssen wir 5 Schritte durchführen. Schritt Nummer 1. Generalisierte Koordinaten Q und Q-Punkt festlegen. In unserem Beispiel ist Q gleich der Höhe h und Q-Punkt ist gleich der Geschwindigkeit v. Geschwindigkeit ist hier nichts anderes als die Zeitableitung des Wegs, also h-Punkt. Schritt Nummer 2. Lagrange-Funktion L aufstellen. Die kinetische Energie ist 1/2 mv² bzw. 1/2 mh². Die potenzielle Energie im Gravitationsfeld ist m mal g mal h. Damit lautet die Lagrange-Funktion 1/2 mh² minus mgh. Schritt Nummer 3. Die aufgestellte Lagrange-Funktion in die Euler-Lagrange-Gleichung einsetzen und die Ableitungen ausrechnen. Die partielle Ableitung von L nach h ist minus m mal g. Die partielle Ableitung von L nach h Punkt ist m mal h Punkt. Der Bruch kürzt sich weg. Die Zeitableitung von m mal h Punkt ist m mal h Punkt Punkt. Fassen wir das Ergebnis zusammen. Kürzen wir die Masse m und bringen h Punkt Punkt auf die andere Seite. Was wir herausbekommen, ist eine Differentialgleichung für die gesuchte Funktion h. Hier siehst du den Sinn der Euler-Lagrange-Gleichung. Sie verrät uns, welche Differentialgleichung wir lösen müssen, um die gesuchte Wegfunktion h von t herauszufinden. Beachte, dass unser Beispiel ein eindimensionales Problem ist und wir daher nur eine Differentialgleichung herausbekommen haben. Bei komplexeren, mehrdimensionalen Problemen bekommen wir mehrere Differentialgleichungen heraus. Schritt Nummer 4. Die mithilfe der Euler-Lagrange-Gleichung aufgestellte Differentialgleichung lösen. Die Lösung dieser Differentialgleichung ist leicht zu bestimmen. Dazu integrieren wir beide Seiten über die Zeit t. Dann bekommen wir h Punkt ist gleich minus g mal t plus c1, wobei c1 eine Integrationskonstante ist. Dann integrieren wir nochmal über die Zeit. Dann bekommen wir h ist gleich minus 1/2 g mal t Quadrat plus c1 mal t plus c2, wobei c2 eine weitere Integrationskonstante ist. Schritt Nummer 5. Die Nebenbedingungen des betrachteten Problems in die Differentialgleichung einsetzen und die unbekannten Konstanten c1 und c2 bestimmen. In unserem Problem haben wir das Teilchen zum Zeitpunkt t1 gleich 0 von der Höhe h1 gleich 0 abgeworfen. Setzen wir also für t und h gleich 0 ein. Damit muss c2 gleich 0 sein. Um die Konstante c1 herauszufinden, brauchen wir eine zweite Nebenbedingung. Wir wissen, dass der Verlauf von h im Punkt b endet. Der Punkt b entspricht dem Zeitpunkt t2, zu dem das Teilchen am Boden bei h2 gleich 0 gelandet ist. Setz also für t gleich t2 ein und für h gleich 0 ein. Stelle nach der Konstanten c1 um und du bekommst c1 ist gleich 1/2 gt2. Setze die beiden bestimmten Konstanten in die Differentialgleichung ein, um einen konkreten Weg h von t zu bekommen. Wenn du das Ergebnis im Ort-Zeit-Diagramm plottest, bekommst du eine Parabel. Die Euler-Lagrange-Gleichung liefert also genau den Verlauf, den wir erwartet haben. So, das war's. Die Euler-Lagrange-Gleichung zusammen mit der Lagrange-Funktion hilft uns, Differentialgleichungen für ein konkretes Problem aufzustellen. Die Lösung dieser Differentialgleichungen ergibt den Verlauf der Funktion, den die Natur erlaubt. In diesem Sinne,
Tschüss und bis zum nächsten Mal.